Hallihallo, ihr Lieben, wir sind hier wieder bei einer neuen Folge von Harveys Neue Augen. Und wie in der letzten Folge versprochen, angekündigt und angedroht, werden wir wohl jetzt mal wieder neue Leute kölnen müssen. Denn wenn der hier schon, wenn es da schon immer heißt, so, ja, der hat das Gleichgewicht schon verloren, ist es zu spät und wir diese Böller hier wegmachen müssen. Und die hier unten stehen, dann kann ich eins und eins zusammenzählen. Und weiß, was passieren wird. Und dafür benutzen wir jetzt das Ritterschwert, das wir vor kurzem erst gefunden haben. Das Schwert war fast lang genug, um damit an die Knallfrische zu gelangen. Leider nur fast. Lilly brauchte wohl eine Art verlängerten Arm. Ach, ich vermute, jetzt weiß ich, warum es immer heißt, dass die Zeiger wie Schwertlilien aussehen. Dann verbinden wir doch das Schwert mal damit. Schauen, was Das passiert. Schwert reichte zwar Ja. weder zu den Knallfrischen noch bis zum Seil, dafür passte es aber perfekt in die Maschen des Zeigers. So perfekt, dass es darin stecken blieb. Was sollte Lilly nur tun? Etwa abwarten, bis der Gargoyle von alleine zu Boden fiel? So viel Zeit hatte sie gewiss nicht. Können wir den jetzt irgendwie manipulieren? Okay, jetzt ist kein Hotspot mehr drauf. Okay. Dann vermute ich mal, weil Der Lilly. Gargoyle machte sich scheinbar Sorgen um seinen Kollegen. Er tat aber auch nichts, um ihn am Fallen zu hindern. Typisch. Weil Lilly das ja nie mitbekommt, vermute ich, dass wir jetzt den Screen verlassen müssen. Denn bisher hat sie es nie mitbekommen. Und jetzt gehen wir wieder raus. Die Dachte ich's mir. Turmuhr klang heute dumpfer als sonst. War es wirklich schon so spät? Hui, das war Bass auf dem Ohr. Oh, alle beide. Oh, ist schon grob, oder? Ist schon wirklich grob. Jetzt können wir die Böller nehmen. Und wir haben gerade zwei Menschen auf einen Streich getötet. Sehr schön. Geschafft. Jetzt fehlte nur noch ein Beweis, um Ednas Spuren gänzlich zu verwischen. Ja, es war. Ich weiß es nicht mehr. Tja, jetzt haben wir es geschafft, ne? Zwei auf einen Streich. Da kannst du jetzt stolz drauf sein, Lilly. Es war jetzt, waren jetzt. Jetzt hast du schon sieben Menschen auf deinem Gewissen. So, dann schauen wir mal. Hier geht's zu dem Schlafzimmer und fragen Edna, was wir denn eigentlich noch brauchen. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Und? Hast du schon alle Beweise vernichtet? Die Widmung. Ah, die Widmung fehlt noch. Selber. Ach, es tut mir leid. Ich bin einfach so nervös. Solange diese Widmung noch im Baum zu lesen ist, wird Dr. Marcel mich sicher finden. Wie bekommen wir die nur je wieder weg? Jetzt, da du die Termiten vertrieben hast, wird dem Holz schwer beizukommen sein. Ich hatte mal ein Messer aus der Kantine stibitzt und selbst das hat nicht mal einen Kratzer im Stamm hinterlassen. Ich frage mich, womit Doris morgens das Pumpernickel schneidet. Sie muss noch über anderes Werkzeug verfügen. Mit dem Messer, das haben wir ja schon versucht, das hat nicht funktioniert. Diese Doris wird mit Sicherheit nicht erfreut sein, aber wir können ja mal versuchen, ob wir das Messer, wenn wir es zurückgeben, vielleicht kriegen wir eine Belohnung. Stimmt, ein Finderlohn. Ich glaube zwar nicht, dass sie erfreut sein wird, weil es nicht unbedingt eine nette Person ist, aber wir können es ja nicht wissen. Und wenn Edna schon davon spricht, und ich gehe mal davon aus, dass das eine der kleinen Hilfestellungen sein sollen, um das Spiel zu schaffen, dann versuchen wir das doch einfach mal. Was hast du da? Ist das etwa mein Messer? Nein. Das kann doch nicht wahr sein, dass so ein kleines Balg wie du mit einem Messer durch die Gegend läuft. Ich sag's ja, die Jugend von heute ist verdorben wie das Einweggulasch für nächste Woche. Weißt du denn nicht, was so ein Messer für einen Schaden anrichten kann? Soll ich es dir zeigen? Na, siehst du. Also gib schon her, bevor du irgendwen damit verletzt. Sowas. Ein kleines Mädchen mit einem Messer. Unverantwortlich. Hier, nimm stattdessen diese Motorsäge hier. Jetzt, da ich wieder ein Messer habe, brauche ich die nicht mehr. Erstens lecker. Zweitens, Du schon hallo? wieder? Du solltest außerhalb der. Da sind schon ihm. Und für fast alle habe ich ein Alibi. Ja, ich wollte nicht mit dir sprechen. Ach so, Hunger? Nee. Ich wollte ja die Motorsäge haben. Ah, und jetzt können wir den Baum wahrscheinlich ab. Oh nee, dann bringen wir ja jetzt schon wieder jemanden um. Ich kann doch nicht drei Leute in einer Folge killen. Das geht doch nicht. Lilly, wag es ja nicht.
Oh, schöner Screenfehler. Sie schimpft darüber, dass das Kind mit einem Messer rumläuft und gibt dir dafür eine Kettensäge? Dadelic, was hast du dir dabei gedacht? Ja, Wahnsinn. Ja, schrecklich. Ja, für die arme Lilly werden das keine schönen Bilder werden. Aber hilft ja nicht. Die Idee war gut. Leider fehlte das Benzin für die Kettensäge. Und wie kriege ich das hin? Her? Ah! Lilly hatte einen Geistesblitz. Der hochprozentige Alkohol war ein famoser Treibstoffersatz für die benzingetriebene Kettensäge. Die Oberin würde sicher stolz auf sie sein. Ich dachte gerade, das wäre ein leeres Glas. Ich habe gar nicht mehr daran gedacht, dass ja da der Hamster in Alkohol eingelegt war. Na super, so, jetzt mal die Decke richten. Decke, so. Ach Gott, nein. Ja gut, das war auch die unfreundliche von beiden, aber die andere ist ja auch schon tot. Och Mann, nein. Schön rausgeschnitten. Lilly hatte Ednas Aufträge ausgeführt und alle Beweise verschwinden lassen. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Lilly, Gott sei Dank, ich habe ein neues, viel größeres Problem. Ich kann mein Tagebuch nirgendwo finden. Und da steht doch alles über meine Fluchtpläne drin. Ich habe sogar eine Karte angefertigt, auf der ich mein Versteck markiert habe. Also vergiss die Sache mit den Beweisen. Nein, vergiss sie einfach. Aber wir haben sie doch schon. Die waren eh nicht weiter wichtig. Das Tagebuch hat jetzt höchste Priorität. Bitte hilf mir suchen. Wenn die Oberin es in die Finger bekommt, bin ich geliefert. Es muss irgendwo in der Nähe sein. Ist das dein Ernst? Lilly wusste natürlich sofort, was zu tun war. Ja, klar. Sie wusste sofort, was zu tun war. Nee. Oh Mann. Die Beweise waren nicht weiter wichtig. Edna, wir haben für 3 Beweise 4 Leute umgebracht. Na, also war das jetzt so schwer? Oh. Da lag es doch schon, das Tagebuch. Oder hing vielmehr. Die verräterischen Aufzeichnungen baumelten an der Kralle einer dumm daherglotzenden Taube. Juhu, jetzt fliegt sie weg, oder? In dem Augenblick, als Lilly das Tagebuch schnappen wollte, erhob sich die Taube in die Lüfte. Und flog zur Oberin hinauf. Und flog mitsamt Tagebuch zum Klosterdach, wo sie im Gebälk über dem Büro der Oberin verschwand. Da half auch kein dümmliches Gucken. Ein weiteres Mal führte Lillys Weg nun in die Höhle des Löwen. Aha, dann müssen wir also jetzt nach oben. Super. Und nein, ich habe keine SMS bekommen. Das hat sich nur so angehört. So, da la. Da, 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 da. Dann gehen wir drauf und gucken mal, was abgeht. So eine blöde Taube. Da heißt es ja, dass wir irgendwas befestigen können. Wahrscheinlich kommt es erst später. Mal gucken. Das habe ich noch in Erinnerung von einem der ersten Teile. Oh, endlich! Da bist du ja wieder. Lumpi verhungert bereits. Hast du das Essen besorgt? Nein. Was? Und dann traust du dich hierher? Abmarsch! Los, los, los! Ah, wie ich diese Kinder hasse! Wie schön man das hört, dass die Taube von einem Menschen vertont wurde. Ja, können wir hier oben eigentlich noch irgendwas machen? Aha. Die Tollkirschen. Vielleicht kommen wir die hier rein. Dass wir die mit denen anlocken. Oben an der Wand schien es eine Art Haltevorrichtung zu geben. Aber ohne mehr Licht kam Lilly hier nicht weiter. Ja, Scheibenkleister. Ja, nee. Ja gut, da müssen wir jetzt wohl endlich erstmal das Essen besorgen, oder? Was aber irgendwo scheiße ist, Entschuldigung für den Ausdruck, ja, weil wir dieses doofe Rezept ja nicht haben. Weil der blöde Hund da uns das ja nicht wiedergibt. Oh, nee.
super. Jetzt schauen wir erstmal nach dem Zensurgnom. Würde ich jetzt mal so sagen. Ah, hier ist eine andere Vögel. Lilly mochte die Spatzen. Nie im Leben wäre sie auf die Idee gekommen, auf sie zu schießen. Andererseits musste sie Shawnee beeindrucken, um an das Rezept zu gelangen. Ja, der Erzähler spoilert etwas, aber das ist nicht schlecht, weil ich wäre sowieso zu doof gewesen, diese Lösung zu finden. Ich bin halt tierfreundlich. Oh, wie hat sie denn das angestellt? Lilly hatte zwar die Spatzen verfehlt, nicht aber ihre Wirkung auf Shawnee. Er schien tatsächlich ein wenig beeindruckt zu sein. Dann können wir ja jetzt mit ihm sprechen, dann gibt uns das Shawnee jetzt Zettel wirkte wieder. Äußerst nervös. In diesem Zustand wollte Lilly ihn lieber nicht ansprechen. Sie wollte nicht riskieren, dass er ihr an den Zöpfen zog. Andererseits brauchte sie das Rezept. Wie konnte man einen Rabauken wie Shawnee nur beruhigen? Ah, und jetzt geben wir ihm die Zigaretten. Die lustigerweise volle Pulle noch Marlboro ausschauen. Lilly hatte gehört, dass Zigaretten beruhigend wirken sollten. Oh! Oh nee, und jetzt... Nee, nee, ha, oder? Wow, nee. Das hatte Lilly fein hinbekommen. Shawnee schien es schon viel besser zu gehen. Man erkannte es genau an der Art, wie sich seine Pupillen langsam nach innen drehten. Nee, 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 nee. Shawnee war nicht mehr ansprechbar. Die Zigaretten hatten ihn gleichgültig gemacht. Nee, nicht wahr. Gut, diese Zigarette nehmen wir mal. Die könnten wir ihm jetzt auch noch reinstecken. Brennende Zigarette, die werden wir jetzt wahrscheinlich... Shawnee schien nicht nee. Inter... Die wird jetzt wahrscheinlich 5 Stunden lang im Inventar drinnen hängen, wetten? So, und jetzt kommen wir wieder zurück und wir haben schon wieder jemanden gekillt. War so klar. Ich blick bald nicht mehr durch. Wie viele Personen haben wir jetzt schon umgebracht in dieser Folge? Die 2 mit dem Schwert? Wir haben jetzt schon 4 Leute, ey. Oh, ey, das ist doch krank. Ja, aber immerhin sollte hier jetzt irgendwo unser Zettel zu finden sein, oder? Ja. Ja, nee. Adlerleiche. Was für ein schönes Tier. So stolz. So ein glänzendes Gefieder. Hoffentlich fand Lilly später noch Zeit, mit ihm zu spielen. Ja, aber was ist jetzt mit dem Rezept? Ach, hier ist es. Wie kommt es in mein Inventar? Auch nicht schlecht. Geben wir dem vielleicht die Zigarette? Der Adler schien keine Notiz von Lillys Geschenk zu nehmen. Wahrscheinlich schlief er gerade. Hoffentlich fand Lilly später noch Zeit, mit ihm zu... Entschuldigung, wollte ich natürlich nicht überspringen. Eine Adlerleiche, ja super. Kommen 4 Leute und ein Tier. Ist doch krank. Müssen wir jetzt echt einen Todcounter einrichten? Boah. Ich komme ja schon mit Zählen nicht mehr mit. Und jetzt... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Haben wir jetzt schon 8? Ich komme im Zählen nicht mehr mit. Nee, mit du dir will ich nicht reden. Du solltest außerhalb der... Nein, mit dir will ich gar nicht reden. Nein, geh weg. Ich will dir ja eigentlich das Rezept geben. So, nicht reden. Reden will mit dir gar keiner. Ach, du hast das Rezept? Aha. Na dann, sag mal her. Na, das sieht doch brauchbar aus. Entenbraten für Lumpi. Eine gute Wahl. Alles, was mir fehlt, ist eine Konservenbüchse für das Essen der Oberen aus dem Keller. Aber ich kann ohnehin noch nicht mit der Zubereitung anfangen. Solange der Ofen nicht läuft, kann die Oberen noch lange auf das Futter warten. Ha! Ich möchte nicht in deiner Haut stecken, wenn du ihr die Nachricht überbringst. Also lassen wir das Ganze jetzt mal unsere Schlüsse ziehen. Wir haben ein Stück morsches Holz von einem Baum und wir haben eine brennende Zigarette. Dann ist es ja gar nicht schwer zu schlussfolgern, dass wir höchstwahrscheinlich in diesen Ofen dieses Stück Holz reinstecken werden und mit der brennenden Zigarette anzünden. Was sehr wahrscheinlich funktionieren wird, zumindest im reellen Leben. Haha.
Naja, ich bin ja schon froh, dass das Spiel leicht ist wie Edna, weil bei Edna bin ich echt oft hängen geblieben. Jetzt komm, geh rein da. Aber das hier ist im Moment ehrlich gesagt sehr einfach. Gut, eine Konservendose. Die macht alles mit Konserven, oder? Nehmen wir eine. Das mussten die Konservendosen sein, von denen Doris gesprochen hatte. Lilly wählte Taubengeschmack. Können wir noch eine nehmen? Nee, jetzt ist auch der Hotspot weg. Okay, dann versuchen wir das mal. Ich denke, ich muss jetzt das Holz da reinstecken, oder? Lilly hatte das Holzstück in den Ofen gestellt. Nun brauchte sie es nur noch anzuzünden. Was auch nicht schwer ist, weil wir haben eine schon seit einigen Minuten glimmende Zigarette, die komischerweise nicht kürzer geworden ist. So. Können wir jetzt da noch Kohle dazu schütten? Nee, scheinbar nicht. Reicht das so? Das Feuer brannte lichterloh, wie das Haus, von dem Lilly häufiger träumte. Oh nee. Oh nee, hat Lilly schon länger eine Veranlagung dafür? Und die brennende Zigarette haben wir immer noch im Inventar. Ja, Wahnsinn, das ist so glaubhaft, dass es schon wieder schrecklich ist. Ach ja, dann gehen wir wieder rein. Und bringen der guten, netten Dame die Konservendose. Ab ins Kloster. Und ab in die Kantine. Na komm. So. Und dann haben wir eine Konservendose. Bitteschön. Ah, du hast die Konservendose gefunden. Aha. Sehr gut. Das heißt wohl, ich kann mit der Zubereitung des Essens anfangen. Den Braten für die Katze stelle ich sofort in den Speiseaufzug. Damit ist er allerdings voll. Das Essen für die Oberen kommt erst, sobald du den leeren Teller wieder in den Aufzug gestellt hast. Hast du das verstanden? Aha. Tja, hoffen wir es einfach mal. Okay. Dann gehen wir also wieder zurück zu der Oberen und geben erstmal Lumpi den leckeren Gänsebraten. Komm, das Viech wird doch verwöhnt, oder? Schrecklich. So, ins Treppenhaus. Ins Treppenhaus. Menno, lass dich doch nicht so betteln, Lilly. Das ist doch schrecklich manchmal mit dir. Dei, dei, dei. So. Und dann könnten wir jetzt die Oberen besuchen. Aber ich sag, das machen wir in der nächsten Folge. In dieser Folge ist schon viel genug passiert mit meinem Hallo. Wie viele Menschen wir schon wieder umgebracht haben. Das ist doch schrecklich. 4 Leute in einem einzigen Video. Lilly sollte sich echt mal schämen. Ach, ich hoffe, das hat euch jetzt nicht allzu traurig gemacht. Aber immerhin hatten wir die netten Zensurgnome. Ja, juhu. Ich sag Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.